Nordderby Werder HSV. Den kennt ihr vielleicht, wenn ihr bei der FIFA-Folge zugeguckt habt. Ansonsten ist das Ding auch hinten in den Anmerkungen dann nachher wieder verlinkt. Dann könnt ihr nochmal reingucken. Aber wir wollen natürlich auch nochmal so ein bisschen fachmännisch über das Spiel quatschen. Und deshalb für die, die halt das FIFA-Spiel nicht gesehen haben, das ist Luca, HSV-Fan. For life. Grüßt euch. Ja, die Raute immer mindestens dicht am Herzen. So bin ich aufgewachsen, so verlebe ich jetzt meine Wochenenden. Die falsche Raute allerdings nur, ja. Aber sei es drum, Leute, weil es steht das wichtigste Spiel des Jahres an. Ich glaube für euch, für uns irgendwie so gleichermaßen, oder? Ja. Also das wird schon, ja, das wird ein harter Schnack. Also es ist knackig. Für uns sind Los Vojos, danach kommt Mainz. Also wir haben jetzt irgendwie eine 6-Punkte-Pflicht, um irgendwie wirklich noch Hoffnung wieder zu schöpfen. Aber in Bremen ist es natürlich kein leichtes Spiel, gerade wenn man die letzten Wochen gesehen hat. Ja, also wie gesagt, Leute, ich habe das ja auch in der letzten Folge gesagt, bei uns ist das schon so, also ich finde, ich war sehr skeptisch am Anfang, gerade auch bei Kofeld, weil halt schon wieder einer aus dem eigenen Stall, wieder ein Junger, wieder einer ohne Erfahrung, aber es scheint zu fruchten. Ich hoffe natürlich wieder wie die meisten, dass das nicht einfach nur so temporär ist. Bei den letzten Trainern war es ja auch so, dass es am Anfang gut war. Aber bei Kofeld scheint mir da so ein besseres Konzept hinter zu stehen. Und ich mag das auch, dass Werder wieder viel offensiver spielt. Ist halt mehr grün-weiß. Ja. Und ja, also wir haben ja vorhin auch festgestellt, was halt auch so krass ist, natürlich auch dadurch, dass die Kölner diese Serie hatten, ist der HSV gerade näher an Köln als an Mainz. Absolut bedrohliche Lage. Nicht nur für uns als Fans, sondern einfach für diese Machenschaft HSV in meinen Augen. Was auch immer da abseits des Platzes im Moment drunter und drüber und schief geht. Ja, massiv. Aber jetzt mit Bernd Hollerbach irgendwie zweimal einen Punkt geholt. Natürlich in Leipzig keine schlechte Vorstellung gemacht. Aber die letzten Wochen jetzt lassen nicht unbedingt auf Punkterfolge schließen. Und da müssen wir jetzt im Derby irgendwie mit einem zusätzlichen Push, mit einfach noch mehr Ehrgeiz und noch mehr Wille und vor allem den mal von Minute 1 bitte an einen Sieg holen, weil sonst sieht es leider wieder düster aus für den HSV. Ja, ihr macht euch ja, also was ich halt immer so finde, ihr macht euch halt einfach immer viel zu viele Nebenschauplätze auf. Absolut. Das ist halt so, also Werder hatte das am Anfang der Saison auch oder auch viel am Ende oder Mitte der letzten Saison, dass man da halt irgendwie merkt, okay, die sportliche Leistung meiner Meinung nach leidet die immer mit. Ja. Je mehr Leute halt irgendwie ein besonderes Geltungsbedürfnis im Verein haben, absolut, desto beschissener ist das. Aber ja, also zum Spiel selbst, ich weiß halt nicht. Also ich finde es halt immer so, deshalb habe ich ihn ja auch heute dabei. Was ich zum Beispiel so super interessant finde, ist eigentlich, glaubst du, dass Hollerbach eigentlich der richtige Mann bei euch ist? Es ist schwer zu sagen. Also was wir alles mitgemacht haben, trainertechnisch, war es für mich nur die logische Konsequenz, jetzt einen Arbeiter zu holen, irgendwie der auch an dieses Magath-Modell erinnert. Hollerbach lange Jahre mit Magath zusammengearbeitet, deswegen finde ich es keinen absolut unlogischen Schritt. Für mich war es von Anfang an eine ordentliche Entscheidung in dieser Situation, weil es gibt einfach jetzt nichts, was dir fußballerisch unbedingt von Z irgendwie, was dich in Richtung A bringt. Du musst irgendwie zusehen, dass du jetzt über Kampf und Leidenschaft die Saison überlebst. Und was mich daran nur so enttäuscht irgendwie jedes Jahr als HSV-Fan, und da bin ich mit Sicherheit nicht alleine, ist, dass wir diesen Fehler Jahr für Jahr für Jahr mittlerweile machen. Und das ist ja für mich letztendlich, Hollerbach kein Mann für die Ewigkeit ist, aber in dieser Situation definitiv einer, der es reißen kann, wenn es überhaupt noch jemand reißen kann. Deswegen bin ich momentan auf jeden Fall pro Hollerbach. Alles gut. Also wie gesagt, ich habe immer nur so, weißt du, du kennst das ja, man hat immer so als anderer immer von außen diesen Eindruck. Also du musst mir natürlich verzeihen, also natürlich ist da auch eine gesunde Derby-Rivalität da, aber absolut. Beim HSV ist halt schon immer echt viel Theater, was halt die Leute auch wahrscheinlich zu Recht ein bisschen amüsiert. Ja. Ich mache ja hier auch hier und da mal den einen oder anderen Witz über den HSV. Aber ich glaube halt einfach bei Hollerbach, da ist so ein bisschen so dieses Ding, du sagst schon richtig, er ist diese Schule Magath, dieser Schleifer, weißt du? Also ich weiß nicht, ob er auch mit Medizin beim Training noch trainiert, keine Ahnung. Würde mich nicht wundern, aber er ist halt so, ich finde halt tatsächlich, dass mittlerweile, vielleicht auch, weil wir diese verweichlichte Fußballgeneration gerade so ein bisschen haben, ja, diese zwischenmenschliche Komponente bei Trainern immer wichtiger wird. Und ich glaube, du hast ja schon selber gesagt, du siehst da halt nicht so dieses langfristige Modell, dass er da, naja, vielleicht halt irgendwie nicht so ganz zu den Spielern
durchdringt. Und ich glaube halt auch, dass das vielleicht, obwohl er natürlich jetzt anzieht und dann über Kampf viel kommen will, dass das vielleicht trotzdem dann am Ende eventuell... Ich glaube halt, dieses Jahr wird es halt wirklich eng, weil die Teams davor konstant punkten. Also welches Jahr war es in den letzten Jahren nicht eng? Ja, ja. Also uns kann eigentlich nur noch ein Elfmeterschießen irgendwie vor der zweiten Liga retten, damit es noch enger wird als die letzten Jahre. Oder Diaz. Ja, oder Marcelo Fußballgott Diaz. Ich denke, dass es... Also dass diese Lösung Hollerbach uns fußballerisch nicht irgendwie auf ein anderes Level bringt, definitiv. Aber ich denke, dass Hollerbach, ja, wenn es noch irgendwie geht, weil in diesen Wochen jetzt, ich meine, es sind noch 11 Spieltage, glaube ich, jetzt irgendwie der Einzige sein kann oder das ist die einzige Mentalität, die ich mir vorstellen kann, die in diesem Moment so kurzfristig noch helfen kann, weil es sind jetzt schon 6 Punkte aufs rettende Ufer und wann willst du die holen, wenn nicht jetzt gegen Bremen und gegen Mainz? Hätte der vielleicht auch Bruno wieder. Ah, der ist ja jetzt den schönen Glück. Bruno. Den schönen Bruno. Den hübschen Bruno. Ich meine, hier, Trochowski spielt ja nicht mehr. Ja, aber jetzt beim Nordrivalen untergekommen, ne? Ja, ja, also ich habe jetzt auch gehört, er hat jede Mannschaftssitzung immer mit Spielerfrauen. Der schöne Bruno halt, ja, ne? Also, ja, ich bin ganz ehrlich, da bin ich auch froh, dass der Kelch an uns vorbeigegangen ist. Absolut. Wobei, solange er halt als Trainer arbeitet, kann es immer passieren, ne? Das muss man halt einfach so sagen. Aber irgendwas ja. Scheint er richtig zu machen, dass er immer wieder auf die Bildfläche kommt. Ja. Jetzt also, bei Wolfsburg auch kein Club, dem irgendwie keine finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die irgendwie jetzt früher oder später auf so Rettertrainer zurück. Klar, es war mit Sicherheit überraschend, dass der Schmidt da hingeworfen hat, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Labbadia auch kein Trainer für irgendwie 1, 2, 3 Jahre ist, sondern das ist ein absoluter Retter. Siehe Fronzek jetzt. Auch ein Wahnsinn, dass die da wieder runter oder hochkommen. Ich glaube nicht, dass Labbadia für irgendeinen Club der Welt irgendwie eine Dauerlösung sein kann. Nee. Aber Leute, scheiß auf Labbadia. Wie gesagt, für uns, ihr wisst das, für uns ist halt auch enorm wichtig, weil Werder kann einfach diesen dicken Spalt jetzt einfach so zu euch herstellen. Weil ich finde halt so, wenn Werder das Derby gewinnt, sind es halt einfach mal 9 Punkte auf den HSV. Das ist ein Brett. Das ist... sehe ich halt für sehr, sehr schwer dann nur noch einholbar und gerade in Anbetracht dessen, dass es da unten so eng ist, zählt halt jetzt wirklich so absolut jeder Punkt doppelt und dreifach, da musst du halt jetzt wirklich holen, was kommt und ich finde das jetzt eher so interessant, wenn wir mal so ein bisschen so einen Gedanken daran verschwenden, was wir glauben, wie wir so aufstellungstechnisch aufeinander prallen. Lass einfach mal so einen Gedanken daran verschwenden, wie beide Teams gegeneinander spielen können. Ich glaube tatsächlich, Werder wird viel rotieren. A, weil das Spiel gegen die Freiburger nicht so gut war. Und B, weil auch Kofeld eigentlich gezeigt hat, dass er sehr, sehr fixiert immer ist auf den kommenden Gegner. Dass er eigentlich immer auch Matchpläne austüftelt und dementsprechend dann auch das Personal anpasst. Es gibt ein paar Spieler, die sind gesetzt. Kruse, Pavlenka, Moisander. Und drumherum gibt es aber halt eigentlich viele Leute, die sich gerade aufdrängen, selbst Junuzovic oder Delaney waren schon auf der Bank, also ja. Keine Ahnung, wie läuft das bei euch? Bei uns ist natürlich das große Fragezeichen Aaron Hunt. Fußballerisch kann ich es mir irgendwie nicht wirklich wünschen, dass wir ihn aufstellen, weil er in meinen Augen das Spiel noch langsamer macht, als es eh ist, das Spiel gerade was nach vorne stattfinden soll. Kennt ihr auch, ne? Ja. Dieses verschleppendes Geschwindigkeit. Ja. Und gerade wenn du nicht viele Chancen irgendwie auf den Konter hast, weil es dir super schwer fällt, hinten rauszuspielen, ist es natürlich ein Spieler, der nicht unbedingt überhaupt in das Spiel des HSV passt, wenn man überhaupt das so sagen kann. Ich hoffe trotzdem, ehrlich gesagt, dass wir ihn mitnehmen und dass wir ihn auch aufstellen, weil es, wie ich eben schon gesagt habe, für mich im Moment nur über Kampf, Leidenschaft, Wille, diese Tugenden geht und dann auch einfach mal ein bisschen Glück an der einen oder anderen Stelle, wie wir zum Beispiel letzte Woche auch gegen Leverkusen, wir machen in den letzten 30 Minuten wirklich ein ordentliches Spiel für eine Mannschaft, die 17er ist und haben dann mit Wood irgendwie kurz vor der Nachspielzeit eine Riesenchance. Dieses Ding, ne? Das ist ja der letzte Saison wahrscheinlich echt. Absolut. Ne? Da sieht man natürlich auch, dass man spielt, man nicht spielt, man spielt, man nicht spielt, da verletzt war. Das sind dann einfach die Momente, in denen es dann nochmal funkeln kann, wenn du da ein 2-2 zu Hause holst, fährst mit einem ganz anderen Gefühl nach Bremen als jetzt. Meine Meinung, ich denke, dass Hunt hoffe und bete, dass er ein Faktor werden kann. Sehe eher das Problem auf den Außenpositionen, wo wir die letzten Wochen wirklich unfassbar gruselig spielen mit Santos und dann Diekmeyer sowieso jetzt mit Sarkay versucht. Das sind in meinen Augen einfach
Bundesliga, vielleicht immer mal wieder 35 Minuten, aber auf keinen Fall 90 Minuten Bundesligaspieler. Ich finde es eigentlich auch ganz interessant bei euch, ihr könntet ja quasi auch mit dieser Highspeed-Variante Hunt und Salihovic starten. Ja, dann geht auf jeden Fall viel über außen. Wobei man da allerdings sagen muss, also so sehr ich Hunt immer gehasst habe, er kann halt schon mal einen guten Fuß haben, gerade bei Standards. Absolut. Und Salihovic sowieso, das weiß man. Absolut. Ich glaube, das verlernt man nicht. Ich glaube, gerade bei Salihovic hätte ich richtig Schiss bei so Freistößen 16 bis 25, 26 Meter. Absolut. Ich glaube, die hat er immer noch irgendwo im Repertoire. Keine Ahnung, aber ich finde das halt unfassbar interessant. Ich finde zum Beispiel, es sind auf der einen Seite so fürs Derby gemachte Leute vielleicht wie Papadopoulos, der für mich aber auch schon so ein Spieler ist, der gefühlt ab der ersten Minute so Rot-Risiko irgendwie dann hat, weil er halt einfach so vollkommen übermotiviert eigentlich meistens in solchen Spielen ist. Dabei ist es ja eigentlich wirklich eigentlich ein geiler Verteidiger. Also so einer, egal wo er ist, er identifiziert sich mit der Aufgabe, mit dem Club, hat halt einer an der Meise, aber das haben viele gute Leute, weiß ich nicht. Aber sonst muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, finde ich halt so, ich habe halt bei vielen Transfers erst am Anfang so ein bisschen gestaunt, so gedacht so, aha, bring den HSV vielleicht weiter, Kostic war so ein Fall. Finde ich halt, manchmal ja, manchmal hat er Bock, aber du merkst halt einfach, Kostic ist einer, der macht einen Verein nicht besser, Kostic ist so einer, der funktioniert in einem guten Verein, glaube ich. Also da wird er auch noch mehr aufgehen. Genau das gleiche Problem habt ihr, glaube ich, mit so einem Typen wie Hahn. Der konnte dann zum Beispiel bei Augsburg, war der stark, weil aber auch so das Gesamtgefüge damals so gut war. Du hast ja auch gesehen, absolut, bei Gladbach hat er ein bisschen Verletzungspech, aber auch danach hat er sich nicht mehr reinkämpfen können. Da hat er dann auch schon deutlich abgebaut und keine Ahnung, eigentlich so nominell Leute, die schon so ein bisschen was versprochen haben, glaube ich. Aber weiß nicht, ist überhaupt nicht abrufen. Und ich finde halt auch so, mit dem Hintergrund finde ich halt auch irgendwie so den Kader bei euch im Moment ein bisschen bedenklich. Also ich bin voll bei dir, vor allem was wir für solche Leute an Kohle in die Hand genommen haben. Ne? Also das beste Beispiel ist, finde ich immer noch Oscholek, den wir aus Augsburg holen, der eine Megasaison in Augsburg spielt, bei uns dachte ich halt auch mega, spielt, als hätte er noch nie irgendwie in der Kreisliga gekickt und jetzt geht er zu Stuttgart und macht da eine absolut ordentliche Saison. Ne? Also der spielt da einfach seinen Stiefel runter und macht da wenig Fehler. Bei uns war der gefühlt an jedem dritten Gegentor schuld. Das sind Spieler und Kostic mit einem Preisschild um von 17 Millionen, da bist du natürlich als Fan, da gehst du ins Stadion und willst was sehen. Und dann fällt es dir natürlich auch nicht leicht, weil auch die gegnerischen Mannschaften wissen, da ist einer, der kann laufen, der ist auch am Ball jetzt nicht ganz schlecht. Wenn die den doppeln, ist es natürlich für den schwieriger, Fußball zu spielen. Was diese Personalie Papadopoulos betrifft, bin ich absolut bei dir. Ist ein absoluter Risikospieler, aber ist einfach einer, der mit seiner Mentalität, glaube ich, trotzdem im Moment hilft. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass wir jetzt in der mittleren Saisonabschnitt diesen Van Drongelen, der jetzt auch vor der Saison neu kam, blutjunger, wirklich guter, souveräner Spieler in meinen Augen oder zumindest in den Spielen, die wir ihn sehen durften und ja auch die letzten Spiele jetzt wieder unter Hollerbach in der Fünferkette ran durfte. Bisschen schade, dass er zwischendurch nicht mal durfte und auch dadurch irgendwie keine Spielpraxis hat, aber ich denke, dass wir in der Innenverteidigung mit Papadopoulos, Van Drongelen eigentlich zwei stabile Spieler haben, mit Mavrai, ein Spieler, der auch in diese Riege Oscholek Kostic fällt, der aber auch mich vorher nicht XXL überzeugt hat. Das ist einfach ein starrer Spieler, mit dem du in der Fünferkette, wenn er dann auch mal den schnellen Spieler 1-1, also, absolut. Da fehlt einer noch und... Absolut. Keine Ahnung, also ich würde, glaube ich, gar nicht so, also ich gehe auch bei Werder nicht so ganz extrem auf die einzelnen Personalien ein, eher so vielleicht, was ich so für eine Ausrichtung erwarte. Ich glaube tatsächlich, Werder wird, glaube ich, deutlich höheres Pressing wieder gegen euch spielen, weil wir halt einfach wissen, gut, ihr habt jetzt, was die Gegentore angeht, steht ihr eigentlich ganz gut und eigentlich auch recht sicher, aber ich glaube so, dadurch, dass ihr extrem, also ich erwarte euch sehr tief stehen, ich erwarte euch auch mit einer Fünferkette in dem Spiel, weil dann einfach so Hollerbach bisher so gezeigt hat, er geht erstmal ultra auf Stabilität. Ja. Und ich glaube, wenn wir nicht hoch pressen würden, würden wir halt so ein Augenkrebsspiel sehen, weil dann wäre es halt irgendwie, es wäre ein Abtasten, es wäre halt, Werder wird sich den Ball wahrscheinlich viel in der Mitte hin und her schieben und es wäre nichts Ganzes und nichts Halbes. Und ich denke halt gerade auch so, weil Papadopoulos auch so ein Spieler ist, der immer gerne hinlangt, dass Werder wirklich versuchen wird, viele Bälle in die Tiefe zu spielen, dass man halt hier und da mal versucht, irgendwie die Spieler in Laufduelle zu kriegen,
zwei wirklich versuchen irgendwie dran rumzulegen und dann halt auch Fouls ziehen. Ich glaube tatsächlich, das wird Mittel sein, dass wir halt auch versuchen werden, wieder deutlich früher als gegen Freiburg zu pressen. Das hat mich selber ein bisschen gewundert, dass Bremen gegen Freiburg dann doch deutlich tiefer stand als in den Spielen davor. Also ein gutes Stück tiefer. Und ich bin da halt sehr gespannt, weil ich halt einfach glaube, dass Kofeld da die Variante ausprobieren wird, Kruse diesmal auch positionstechnisch ein Stück zurückzuziehen, weil er hat ja, ich weiß nicht, wie viel du immer von Werder guckst, er hat halt wirklich diese Freirolle, obwohl er eigentlich nominell der Stürmer ist. Ja. Aber er bewegt sich halt dadurch, dass er halt natürlich so dieser polyvalente Spieler ist, lässt er sich fallen, gefühlt manchmal bis in die eigene Hälfte, holt sich da Bälle, fehlt aber dann immer als Anspielstation vorne. Und ich glaube halt einfach, dass so gegen diese großen Kerls da jetzt bei euch auch, diese Leute, die halt viel mit Körper spielen, dass wir bei Fodil deshalb in die Startelf da ganz rein, da ganz vorne reinstellen, weil der ist sehr kritisch bei uns in Bremen, muss man sagen. Absolut. Ich zum Beispiel bin großer Fan von ihm, weil ich halt es unfassbar krass finde, wie gut er halt einen Ball behaupten kann, wenn er ihn festgemacht hat, wie gut er ihn abschirmen kann. Und dass er für seine Größe sogar stark im Dribbling ist. Also das denkt man immer erst so gar nicht, aber bei ihm ist halt so dieses Problem Abschlussstärke. Also der hat halt manchmal wirklich schon gute Schussposition, wo dann halt so Schüsse aufs Tor kommen, wo du dir so denkst, so what the fuck. So. Ja. Alter, was hast du da gemacht? Und wenn er da stärker werden würde, dann wäre das halt ein richtiger Faktor. Aber ich glaube auch so, gerade weil das Team besser funktioniert, dass wir ja einfach versuchen, euch extrem hart unter Druck zu setzen da in den Räumen. Also ich hoffe und glaube auch, dass das ein bisschen anders laufen wird. Ich glaube, wir werden dieses Augenkrebsspiel sehen. Ich glaube, dass Bremen wirklich HSV den Ball geben wird und einfach gegen diese großen, schweren Spieler versucht, wie du auch sagst, in die Konterposition zu kommen, weil es auch für Bremen einfach um weniger geht als für den HSV. Ja, sagst du das nicht. Schon, also klar, also ihr seid dann vielleicht tot, wenn ihr verliert. Absolut, wir stehen absolut mit dem Rücken zur Wand und wir sind einfach furchtbar mit dem Ball. Also ich glaube, es wäre für HSV nicht unbedingt schlecht, wenn Bremen versucht, das Spiel zu machen. Da du dann hoffentlich mit Wood, mit Kostic, mit Hahn, ich gehe davon aus, dass er offensiv aufstellen wird, weil es einfach für uns ein Spiel ist, wenn wir es verlieren, dann ist es noch düsterer als ewig, weil wir nicht nur unten drin bleiben, sondern weil ihr auch oben weggeht. Logisch in so einem vermeintlichen 6-Punkte-Spiel. Ich denke, dass wir eine offensive Aufstellung sehen werden vom HSV, dass Hollerbach da mutig spielen wird, weil er auch als Vereinslegende letztendlich nicht der sein will, der letztendlich mit dem HSV runtergeht. Und daher hoffe ich und plädiere für eine offensive Aufstellung mit vielen schnellen Spielern und Konterfußball vom HSV. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und sehr, sehr heiß auf das Derby. Es ist halt, aber wie gesagt, man muss da auch irgendwie nicht drum rumreden. Also für mich auch Stand, weil es auch für uns immer noch super brenzlig da unten ist. Es ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Saison. HSV steht auch am Abgrund, keine Ahnung. Gehen sie runter dieses Jahr? Also ich finde es tatsächlich dieses Jahr aus dem Grund denkbarer als in den anderen Jahren, weil einfach die Konkurrenz deutlich mehr Punkte, weil wenn du mal überlegst, die Jahre, wo ihr richtig schlecht wart, was war dieses? 27 Punkte hattet ihr, oder? Müssen wir mal überlegen, Leute. Genau. Mit 27 Punkten die Klasse halten. Ja, das war Wahnsinn. Also das geht, glaube ich, einmal in 100 Jahren. Ja. Hier, die haben es geschafft. Ja. Und ich glaube aber halt, dass dieses Jahr musst du dich halt eher wirklich Richtung 33, 34 Punkten bewegen. Absolut. Wenn du am Ende drinbleiben willst oder zumindest halt die Relegation spielen willst. Und die sind schwer zu holen einfach in dieser Liga. Die sind sowieso schwer zu holen, wenn du einen Negativlauf hast. Und klar. Das, den hatten wir am Anfang der Saison. Klar. Ist natürlich immer so vom Timing her gut, wenn es hinten raus ein bisschen besser läuft. Ne? Köln, die haben, glaube ich, das Momentum eher auf ihrer Seite als HSV im Moment. Ne? Also, die waren sowas von abgeschrieben bei allen und jetzt drücken die auch noch von hinten, was mit Sicherheit kein besseres Gefühl beim gibt noch mal ein bisschen HSV drauf. Auslöst. Ja. Und die haben halt gar nichts zu verlieren, weil die waren tot nach der Hinrunde. Da, glaube ich, niemand mehr was drauf gegeben. Aber ja, Leute, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, keine Ahnung, wie findet ihr es? Vielleicht guckt ja auch der ein oder andere Hamburger dann diesmal zu, wenn wir hier schon so einen Paradefan sitzen haben. Ich erwarte echt ein heißes Derby, ein klassisches Spiel. Hast du einen Tipp? Ja, wir wissen ja jetzt, wie es ausgeht. Gut, die PlayStation ist ja nicht das Allheiligtum in deutschen Stadien. Stimmt, 3-0. Oh.
Ja gut, aber ich habe mir deine Tipps auf der Homepage reingezogen. Nach dir hätte Werder auch schon 84 Saisontore. Ich plädiere auf 1-1 und dann Heimspielsieg gegen Mainz. Und dann sieht das schon mal wieder ein bisschen anders aus für den HSV. Schauen wir mal. Leute, schreibt wie immer in die Kommentare, was ihr denkt. Wie erwartet ihr Hamburg, Werder und wie geht's aus? Und habt ihr nicht gesehen? Und ansonsten, Leute, wir sagen ciao, reingehauen. Gut Kick. Gut Kick.